So, zusammen, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt alle den Link gefunden, dass wir jetzt den getauscht haben. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Kurse danach besser wieder auffindbar sind. Für alle, die neu eingeschaltet haben, ich begrüße euch zum Livestream aus dem Fitnessstadel in Murnau. Jetzt kommt eine Stunde Iron Fit mit dem Kai. Der hat sich seinen Step, seine Langhantel, seine Kurzhanteln und eine Matte schon hergerichtet. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, er wirft das Handtuch, ja genau. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, auf sowas zuzugreifen, wenn ihr sowas zu Hause habt oder euch hier im Fitnessstadel ausgeliehen habt, perfekt. Dann, soweit ich weiß, sind ja auch ein paar aus Bernried dabei. Genau, Marion und ihre Mädels, glaube ich. Ja, genau. Die machen auch immer ganz fleißig. Vielleicht Katja, vielleicht Anna. Da kriegen wir auch Marion, immer so ein bisschen Feedback. Wir warten quasi auf Kai. Wir sind soweit. Durch die Nase. Naja, wir machen einfach los. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Für die, die Step gemacht haben, bitte habt euch vorher aufgewärmt. Ha. Carsten, die nicht so, sondern so. Halbes Tempo. Und links.
Verrückt. Hallo Agnes, hallo Elke. Schön, dass ihr mitmacht. Wir sehen uns dann hier wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit wieder. Stopp. Fangen wir an. Noch eine Runde. Wechseln auf links. Alex, ich komme jetzt nach vorne. Ein Eiweißshake nach dem Sport, gell? Wir halten. Yeah, I am. I was in the reach of my
Langhanteln. Atmen, lächeln. Alex, lächeln. Und zur Brust. Schönen Arm, Oberschenkel entlang ziehen. Aber nicht zu fest. Und zur Schulter. Nach hinten. Ihr seid ja eh fit. Ihr habt ja die ganze Zeit weiter Sport gemacht. Der Christian trinkt schon einen Hopfen-Smoothie. Ja klar, wenn ich schon nicht mitmachen kann, dann muss ich mich ordentlich verpflegen. Oh, ich weiß, ich hab was vergessen. Hol mir gleich mit der Langhantel nach. Stopp. Nach innen greifen. Hoch. Halbes Tempo.
eure Schulter. Machen noch. Ich kann es bekommen. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Noch drei. Und stopp. Heiland. Fersen hoch. Kollegin von mir von Sat.1 Bayern, Kamerafrau Charlotte, hatte sich mal, weil sie umgeknickt war, alle Bänder gerissen. Und diese Übung ist dafür gut, dass die Muskulatur einspringt, falls wir umknicken. Halten. Kurz handeln. Und links.
2 und rechts. Ich krieg's noch hin. Oh oh. Geht's euch gut? Hier ist es mir total ruhig. Okay, ist sonst auch. Aber ihr seid da. Und jetzt machen wir die Übung, die wir eben nicht gemacht haben. Wir lassen noch die Kunsthantel in der Hand, hinter den Rücken und hoch. Stopp. Wir gehen an den Hintern, also uns selbst, also üben. So, Freunde. Jetzt bin ich auch gleich wieder online. Und kann gucken. Aha. Hat ja keiner geschrieben. Eben auf Radar schauen. Noch 8. Keine Schauer unterwegs. Halten, dann bin ich kein Depp. Halten, halten, halten. Ich mache die Übung auch zum ersten Mal. Und halten. Dieses Handtuch lag bei den Kristallen, die ausgelaufen sind. Jetzt ist ja alles am Kühlen. Und links.
halten. Und ziehen. Ich finde es echt cool, dass ihr immer mitmacht. Habe ich einen Christian gewechselt? Komm hoch! Ich hole jetzt für den Bauch gleich neue Musik. Ihr könnt dann kurz was trinken oder wie Charlie wieder irgendwas backen. Stopp. Bereitet Bauch vor, bitte. Ich zeige euch mal, was in der Zwischenzeit, was wir für tolle Grüße bekommen haben. Und vielleicht habt ihr auch Lust, sowas Ähnliches auch zu schicken. Schaut mal hin. Servus, liebe Freunde des Fitnessstadl. Grüßt euch. Wir machen mit. Wir machen mit. Was ist mit dir? Wir sind dabei. Tu was. Lasst euch nicht unterkriegen. Zusammen sind wir stark. Servus. Genau, so viel dazu. Vielleicht habt ihr ja Lust. So bitte. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you. Mach mal noch eine Runde. Is it better or is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. Ist Mr. Wichtig da? Er bewegt sich gerade. Nee, so. Halten. Videos draußen. Zur Mitte. Quer. Und noch acht.
total das Tempo. Am Irina, bist du eigentlich auch dabei?
Bauchentspannung. Wisst ihr, was ich letztens für Scheiß gemacht habe an Ostern?
mit den Kindern am Trampolin gesprungen, alleine. Aber ich bin so hoch gesprungen, irre, ich um Himmel. Und ich hatte doch letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall. Nach hinten. Wie in Tokio haben ja seismologische Aktivitäten festgestellt. Weil ich da Trampolin springe. Das ist halt einfach nichts mehr für dein Alter, ne? Auch du musst einsehen, dass du keine 17 mehr bist. Gott sei Dank verstehe ich so wenig, weil ich hier wahrscheinlich nicht mehr so jung bin. Das ist auch gut so, ja. Halten nach hinten. Ja, sing Halleluja. Aber echt. Hinten halten und runter. Vier. Drei. Unten bleiben, Ellbogen hinter. Da bin ich eingerostet. Ihr habt ja alle weiter Sport gemacht. Der Christian wenigstens zugeschaut. Hinten halten und nach hinten. Ja, immerhin zugeschaut, ja. Und stopp. Wir machen am Montag hier etwas längere Version und gehen jetzt in den unteren Bauch über. Wir wollen ja auch mal ins Wochenende nicht. Und immer wieder, ich weiß, euch geht es wahrscheinlich auch so, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist, machen wir uns mal ein paar schöne Tage daheim. Ja. Schneidersitz. Schon Schneidersitz, ja, machen wir schon. Hoch. Nach rechts. Andere rechts. Nach vorne halten. Jetzt bin ich nicht aus der Musik rausgekommen. Wechseln wir schon mal. Nochmal 12 pro Seite. Noch 8. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue. Nee, nach rechts. Und 10. Hoch. Und halten. Und noch eine Runde. Wechseln. Blue window, blue is the color I'm out and I wear. Blue are the streets and all the trees are too.
Also das ist das Mikro, gell? Wir sehen uns Montag. Auf jeden Fall. Oh. Krass.
du dir nicht einen Kameraassistenten anlernen, Christian? So wie der Vogel, der da gerade reinkommt, der rote. Kannst du dich einen Kameraassistenten einlernen? Halten. Das ist das Kamera-Kind. Oh, Vorsicht. Wenn ihr schon gespannt seid, wie es nächste Woche hier weitergeht, da gibt es noch kein Programm. Es wird sich aber wohl ähnlich orientieren an dem, was wir bisher hatten. Ich denke, dass da in den... Alex, Montag Step und Workout? Ja. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Montagabend machen wir mal was ganz Außergewöhnliches, was es noch nie gegeben hat im Stadl. Ich lasse die Katze aus dem Sack. Zuerst Step und dann Iron Fit mit... Dem Kai. Hat es noch nie gegeben, ich weiß. Nee, vor allen Dingen nicht montags. Ist ganz besonders. Nein, Montag ist was ganz was Besonderes. Da begrüßt man natürlich auch gerne wieder die Bernrieder-Mädels, die uns, glaube ich, ziemlich treu hier verfolgen. Und was ansonsten nächste Woche geboten sein wird, seid gespannt. Ich glaube, das kommt die nächsten Tage auf Facebook. Also, jetzt wo du gerade dran bist, Christian, ja? Beine ranziehen. Ich hätte folgenden Vorschlag oder folgende Idee, jetzt ist ja auch gerade der Alex hier. Weil Step kommt ja gut an und manche würden gerne Step mitmachen. Ja. Was würdet ihr beide davon halten und auch ihr, wenn wir mal ein paar Grundschritte einfach aufnehmen, also nicht live hier machen, sondern tatsächlich professionell aufnehmen und die als Video im Stadel laufen lassen, auf der Facebook-Seite oder der Homepage. Ja. Dass die dann immer abrufbar sind und dass ihr euch das aufbauen könnt, weil wir machen ja nichts anderes, als das immer zusammenzustellen in anderen Abläufen. Also ich gebe dir dabei vollkommen recht. Wir wissen ja nicht, wie lange dieser Corona-Spaß noch geht. Richtig, genau. Und es hätte auch den Vorteil, dass ein Bewegungslegastheniker wie ich sich das vielleicht mal aneignen kann, so ganz in Ruhe. Also auf jeden Fall. Ja, okay, Alex sagt nein, ich kann es mir nicht aneignen. Es kann sein, aber... Also können wir gerne machen, ja. Oder, Alex? Ja. Alex hat schon genickt. Ja, das weiß man bei ihm nicht. Manches Mal sind die unkontrollierten Bewegungen. wir haben doch alle unser kleines Zipperlein mit unseren unkontrollierten Bewegungen. Ich habe neulich erst wieder König der Löwen geschaut. Das sind ja auch die Hyänen, die eine, die immer so macht.
Wir haben heute mal ausnahmsweise auf die Sauna verzichtet, weil es draußen so warm ist. Aber vielleicht am Montag wieder. Ach, hätte ich das nicht sagen dürfen, Entschuldigung. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich bin ja nur der Praktikant hier. Von daher, ich kann auch nicht alles. Und hoch, kommen wir mal langsam runter. CD hat unglaublich gekratzt. Ich habe das nur über den Kopfhörer gehört. Ja, ich habe es gemerkt. Ach ja, okay. Mit dem Schmirgelpapier wird die einfach nicht sauber. Das ist blöd, ja. Ich dachte, man hört es vielleicht nicht, aber über den Kopfhörer. Ich habe mich gerade gewundert, ob es an mir liegt. Aber das Lied ist jetzt wieder. Das ist das erste Lied und das andere war das letzte. Aufrollen. Das war die CD. Oder ich hatte Kratzen im Hals. Jetzt mal so ganz blöd in den Raum geschmissen, wo wir uns hier entspannen. Was würdet ihr davon halten? Also ich rede jetzt hier von der ganzen Hitzestep-Gruppe. Wenn wir zur Feier des Jahres mal irgendwann im Sommer so eine richtig schöne Radeltour machen und danach in den Biergarten gehen. Carmen bedankt sich gerade. Carmen, wir sind noch nicht fertig, gell? Es ist noch ein bisschen Cooldown. Aber um auf dem Kai seine Frage einzugehen, ich finde es eine coole Idee. Ich wäre sofort dabei. Das ist hier so eine Gemeinschaft, das finde ich so toll. Ja. Wo jetzt schon seit über einem Monat das Ganze ist, dass immer noch alle dabei sind. Also Respekt und Dankeschön. Ja, es hat sich leider zu einer Tradition entwickelt, gell? Das ist, glaube ich, jetzt die vierte Woche jetzt, wo wir es machen. Brutal, gell? Das ist zu Ende, die fünfte geht jetzt dann los, ne? Ja, ja, die vierte ist zu Ende jetzt, ja. Das ist krass. Carmen, ist der Charlie eigentlich schon auf dem Weg zu uns mit den Croissants? Weil, soweit ich weiß, da ist er noch nicht. Die Feinheiten. Boah, sowas von pünktlich. Krass. Welche Kamera? Die. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns ja im Prinzip schon übermorgen wieder am Montag. Habt ein schönes Wochenende. Die Sonne ist eh die ganze Zeit da. Vielleicht gibt es morgen mal Regen. Oder am Sonntag, Montag scheint die Sonne wieder. Es ist windig und kalt.
Und dann sehen wir uns am Montag um 6. Schönes Wochenende, Charlie. Danke fürs Backen, danke fürs Vorbeikommen und bis dann.